guten Morgen zusammen. Hallo ihr Lieben. Die neue Woche hat angefangen. Und ja, wir haben wieder unseren Zettel dabei. Montag, der 14. Oktober, richtig? Ja. Ja. Wir haben wieder unseren Zettel dabei. Wir arbeiten jetzt wieder unsere drei Geschäfte ab. Kühlschrank ist leer. Ja. Ja, wobei sich die Herangehensweise jetzt als sehr effektiv, würde ich mal sagen, auf jeden Fall herausgestellt hat. Wir kaufen anders, ganz anders ein als früher. Zu Hause, ja. Wie gesagt, viel geplanter. Das hat jetzt nicht unbedingt den Grund, um noch mehr Geld zu sparen. Natürlich auch, klar. Aber wir haben auch festgestellt, wir haben überhaupt so gut wie gar nichts an Lebensmitteln, die wir, ich sag mal, wegwerfen müssen, weil sie vergammelt sind, oder selbst Brot und so weiter. Wir kaufen ganz anders ein. Ja, jetzt seht ihr uns von vorne. Hallo. Ja, das Einkaufen hat sich geändert, auf jeden Fall. Ja, ich empfinde das als ausgesprochen positiv. Hat sich vieles geändert. Ja. Wir sind jetzt seit 9. September wieder in Andalusien. Also wer das jetzt nicht gesehen hat oder verfolgt hat. Unsere Videos. Oder nicht kontinuierlich schaut. Oder neu dabei ist, ja. Oder neu dabei ist, an dem Punkt auch nochmal herzlich willkommen. Wir sind jetzt insgesamt, wir waren im Frühjahr schon mal 6 Wochen hier, wir sind jetzt insgesamt gut 10 Wochen hier. Mhm. Genau. Ja, man kann auch wirklich sagen, jetzt hat sich auch so der Alltag eingespielt. Das geht eigentlich hier verhältnismäßig schnell. Aber auch eine wahnsinnige Erholung. Ne? Eine wahnsinnige Erholung. Viele Gespräche, die zu Hause, denke ich mal, so auch nicht möglich war. Viele Erkenntnisse, die wir jetzt über die ganze Zeit jetzt neu dabei bekommen haben, was man natürlich vorher auch nicht so hatte. Weil wir haben hier viel gelernt, sag ich mal. Das nehmen wir auf jeden Fall hier aus Andalusien mit. Ja, viel gelernt und ich sag mal, ich glaube, also alles in allem ist hier einfach auch eine ganz andere Inspiration. Ja. Man merkt, das macht irgendwas mit dir. Ja, wir haben uns mehr kennengelernt, was wir wollen, was wir nicht wollen, was wir als schön empfinden, was wir nicht als angenehm empfinden. Ja. Ne? Ja. Ich meine, wenn du in ein fremdes Land gehst, ist egal wohin. Wenn du 14 Tage, 3 Wochen da bist, ist das ein Urlaub. Man geht nicht so intensiv in die Lebensweise rein. Ja. Und aus dieser Lebensweise resultieren ja irgendwelche Reaktionen und Empfindungen. Und die hast du natürlich als Urlauber nicht. Und da haben wir natürlich sehr viel hier aus Andalusien mitgenommen. Und daher auch eigentlich festgestellt, wir laufen nicht so synchron hier mit. Ne? Ja, leider. Ja. Das hat nichts mit Spanien, das hat nichts mit Andalusien zu tun. Das ist unser Ding, unsere Erwartung. Unsere Erwartung, unsere Lebensweise, die wir haben und die wir machen möchten. Ja. Ja, daraus resultiert das eigentlich. Es ist keine Kritik an das Land oder an die Region. An dem Land, nein, gar nicht. An dem Land, ja. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, und deswegen sind wir jetzt gespannt, wie die Costa Blanca auf uns wirkt. Kann man teilweise ja dann, man merkt ja dann, man zieht ja dann auch Vergleiche und man hat ja da auch andere Empfindungen und alles. Ne? Ja, mega cool ist, ja. Das haben wir 2 Monate wieder. Ja, genau. Ist dann auch wieder kein Urlaub. Der beste Entschluss ever, dass wir uns dazu entschlossen haben. Also wirklich, da bin ich auch, ich sag mal, keinen Euro bereue ich. Gar nicht, überhaupt nicht. Nee. Und
gestern habt ihr ja gesehen, wer uns verfolgt hat, wobei, ja, es kristallisiert sich leider, das soll jetzt keine Kritik an euch sein, bitte nicht so verstehen, aber es kristallisiert sich halt immer mehr raus, so die Unternehmungsvideos scheinen viele nicht zu interessieren. Ich weiß nicht warum. Interesse liegt mehr auf unsere Gedanken, unsere Lebensweise wahrscheinlich. Ja. Und was wir so empfinden und was wir so machen wollen, da ist der Interesse weitaus höher als jetzt zum Beispiel Marbella, weil das Interesse gleich, kannst du sagen, fast gleich null. Ja. Und ja, ey, was macht der? Ja, der will rechts rüber. Ach so, ja. Ja, okay. Ja. Andele. Ah, der will da rein. Ah, okay. Ja. Ja, Kreisverkehre sind immer ein Abenteuer hier. Die sind gefährlich, ja. Leute. Weil die fahren von der... Von der inneren Spur fahren die einfach rechts rüber. Und du musst die vorbeilassen, die haben Vorfahrt. Das ist hier die Regel im Kreisverkehr. Pass auf, da kommt Gegenverkehr schon. Ja. Du musst also immer die Augen links haben. Und wie sagte er jetzt, der wollte rechts die Einfahrt rein, der ist von links rechts rüber gekommen. Dahinter war noch einer, den musst du eigentlich vorlassen. Du musst dann stehen bleiben. Oha, was ist denn? Haben die den Eingang kaputt schon? Ja. Ja, aber wie gesagt, du lernst hier dein Leben noch mal neu kennen. Ja. Soll man nicht für möglich halten, auf jeden Fall. Wenn man die 60 erreicht hat, dass das geht, aber es geht. Aber ich finde durchaus positiv. Ja, kann man nie anders sagen. Ja, wir machen jetzt auch mal an der Stelle einen Stopp. Wir sind kaufen angekommen. Ein, da werden wir auch, glaube ich, nichts filmen, weil das ist ja immer dasselbe und... Nee, wir wollen euch auch nicht... Nee. Könnt ihr nochmal in den Kommentar schreiben, ob euch das interessiert, ob ihr noch mehr Videos oder Teile sehen möchtet aus Supermärkten oder ob das eigentlich so weit... Weil ich will jetzt nicht Überflüssiges filmen, was keinem interessiert. Ne? Richtig. Da wollen wir so ein bisschen auch die Kontrolle drüber haben. Ich bin ganz ehrlich, ja. Das ist auch ein bisschen demotivierend. Ja. Ihr wisst ja, wir sind immer ehrlich, ne? Ja, und das Video, was wir gemacht haben, wo wir so ein bisschen down waren, das hat uns ja auch gezeigt, wir haben eine große Community. Absolut, und ja. Und ihr, müsst euch, ihr müsst euch selber darauf einstellen, oder, dass ihr uns alles sagen könnt und auch Kritik üben dürft. Kritik üben dürft und auch was ihr sehen wollt. Wenn wir das möglich machen können, machen wir das. Ja, was heißt, wir würden uns sogar mega freuen. Ja. Weil, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch da so reinversetzen könnt, aber man denkt ja immer, oder sagen wir mal so, die Dinge, die wir unternehmen, die machen wir ja nicht ausschließlich deswegen, um euch zu unterhalten. Das müsst ihr so nicht verstehen. In erster Linie machen wir das für uns, aber... Wir verbinden natürlich immer die Sachen, indem wir denken, also ich sag mal, nur den Alltagfilm ist einfach nicht unser Ding, glaube ich. Wir, ich meine, ich kann den ganzen Tag die Kamera spüren, wie manche das machen, aber ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das jetzt mega toll fändet. In unserer Situation ist das wahrscheinlich auch nicht so der Burner. Wenn man natürlich, wir gucken natürlich auch viel Vanlife-Videos und sowas, wenn wir uns da auch mal für interessiert haben, ist das vielleicht was für uns. Ist es aber nicht. Da passiert natürlich den ganzen Tag irgendwas. Und wenn dann da mal gefilmt wird, wie man den Wohnwagen sauber macht oder sowas, ist das ja aus dem Leben raus. Ne? Ja, aber wenn ich jetzt... Zu Hause hier jetzt. Staubsauger. Ich glaube, also, das brauche ich euch nicht zeigen, oder? Ich meine, wir haben das jetzt mal versucht mit dem Kochvideo. Das hat ja einigermaßen funktioniert. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, das ist auch nur, weil wir uns dabei auch unterhalten haben und unsere Gedankengänge preisgegeben haben. Ich fände nicht. Da lief dann das Kochen so nebenbei mit. Ne? Ich fände zum Beispiel echt toll, wenn ihr mal eure Sichtweise unter die Kommentare schreibt oder eben als persönliche, also über die E-Mail.
Ich finde das super. Dann kann wir uns auch mit euch so unterhalten können, wie in so einem Live-Chat, nur halt über Schrift, halt wie ein Chat bei WhatsApp oder so, ne? Weil wir haben ja nur mit unseren Abonnenten haben wir ja eigentlich nur den Kontakt über die Videos. Ansonsten ja nicht. Wenn ich jetzt eine Chatgruppe habe, Türkei-Gruppe, Spanien-Gruppe, da unterhalte ich mich mit den Leuten da drüber. Ne? Naja. Und so wollen wir dann eigentlich auch mit den Videos handhaben. Ne? Weil das ist, finde ich, schon interessant, was ihr so denkt und was ihr so vorhabt, ob das auch was für euch ist oder ob ihr so zufrieden seid, wie ihr jetzt lebt oder ob auch irgendwie noch ein Kick später, wenn ihr in Rente, in Bezug auf die Rente, ne? Auch ich meine, wenn man berufstätig ist, ist man ja eingeschränkt. Da kann man ja nicht alles machen, was man will, ne? Ist doch nicht mal so. Kennen wir ja zur Genüge. Aber wenn man in Rente geht, fällt man ja doch schon eher mal am Anfang in ein tiefes Loch. Es sei denn, man ist so schon in im privaten Bereich so eingespannt mit Vereinen und was weiß ich, dass das nahtlos ineinander übergeht. Aber das hatten wir ja nicht. Nee. Bei uns war die Arbeit das Hobby, sag ich mal. Aber wie gesagt, wir machen jetzt mal kurz einen Break. Cut. Und dann melden wir uns später nochmal. Alles klar. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Und einen schönen guten Morgen. Ja, die Nacht ist wieder zu Ende. Was machst du denn? Ich nehme auf. Oh. Reality TV. Ja, aber doch nicht so. Wie denn? Vom Kopf oder was? Im Nachtgewand. Ja, wir haben doch ein schönes Nachtgewand. Nein, jetzt tu mich nicht ins Bild. Ja, tu ich ja nicht. Den Kopf kann ich ja ins Bild tun, guck so. Nein, ich sehe aus wie Strumpelise. Ja, das ist schon faszinierend. Also mit der Schlaferei hier. Oh, grausam. Das funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Ja. Mal ist es war ein bisschen Bett gegangen, 20 nach 12. Ich bin um 1 gekommen. Ja, und sind dann gemeinsam um 20 vor 5 wach geworden. Ja, dann haben wir uns noch ein bisschen rumgequält, nochmal rumgedreht, aber dann geht es ja los. Dann tun die Beine weh, dann tut der Rücken weh. Jetzt sind die Beine, bitte, jetzt erzähl doch keine. Nee, geht dann einfach nicht mehr. Man ist hellwach. Man ist einfach hellwach. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ja. Aber wenn die Nacht so kurz ist, ist der Tag umso länger, ne? Ja. Ihr habt ja gesehen, vorhin hatte ich ja auch gezeigt, dass es draußen richtig schön am Regnen ist. Gut, die Spanier werden sich darüber freuen. Mit Sicherheit. Aber es soll heute den ganzen Tag weiter regnen. Also werden wir wahrscheinlich unsere Aktivitäten heute auf die Wohnung begrenzen, ne, mein Schatz? Ja, gut. Ja. Ich meine, hier kann es natürlich, ja, ich sag mal, auch das gehört dazu, ne? Ja, und dann gucken wir mal. Ich meine, vom Wetter. Ja. Wie gesagt, heute ist Dienstag. Mhm, genau. Und mal gucken, was wir noch so machen. Vielleicht mal, wenn es mal zwischendurch mal nicht regnet, vielleicht mal runterfahren. Ja, ansonsten verbringen wir eine Zeit auch am Computer, wir gucken halt weiter und so nach Wohnungen, wie so der Markt aussieht. Viel können wir jetzt eh nicht von hier aus machen, können von hier eh nichts besichtigen. Das ist schwierig. Ne? Und dann gucken wir mal, wie das alles so wächst und gedeiht. Ja, also ihr begleitet uns wieder durch den Tag. Und heute Abend werde ich dann beide Tage hochladen, von gestern und heute. Und wir hoffen, das ist ein bisschen interessant für euch.
Und ja, ist ja momentan unser Leben, ne? Das ist Reality TV. Also, mein Schatz. Mhm. Die Kaffeemaschine geht schon wieder aus. Ich muss schon wieder in die Küche. Also, bis später. Ja, auch das gehört zum Langzeiturlaub dazu. Ja. Jetzt aber bitte nicht wieder meckern und du sitzt da rum und filmst. Ich habe auch schon meinen Anteil dazu beigetragen. Ich habe Staub gewischt. Was? Ich sag gerade, sonst kriege ich wieder einen Shitstorm, weil ich hier sitze und dich filme. Du hast Staub gewischt, ach so. Yes. Das muss mir aber entgangen sein. Ja. Ich weiß nur, dass du gerade gegessen hast, ja. Ja, du bist mir... Kannst du mal deinen Körper ein bisschen nach links bewegen? Da muss ich ja schon wieder aufstehen. Nee, mit dem Stuhl, du musst ja nicht extra aufstehen. Aber ich muss mich ja bewegen. Oh. Nein. Ja, vielleicht fahren wir gleich noch nach China. China, Mann. Ja. Um was zu machen? Das Holzbrett holen. Ich hasse den Chinamann. Er fragt sich dann immer an der Kasse, ja, was habe ich jetzt eigentlich gekauft? Ja, und jetzt werde ich Staub wischen. Oha. Ja. Ja, heute ist ja wieder wolkig. Da können wir ja wieder nicht so viel unternehmen. Immer zwischendurch mal Regen. Und wie gesagt, gleich eventuell noch zum Chinamann für die Küche ein Holzbrett holen, wenn wir Salate und so was anmachen. Wir haben da jetzt so olle Holzbretter, also olle Plastik. Nicht olle, das eine haben wir neu geholt. Ja, aber wie gesagt, Plastik. Und das liegt mir nicht so. Das war nachher dann da wieder. Den Abrieb da mit Futter, mit dem Salat. Aber heute ist schon langweilig, oder Schatz? Ja, ich muss ehrlich sein, ja. Heute ist langweilig. Und gestern der Tag, also das Wetter gestern, das muss ich, ja, wie soll ich mich ausdrücken, das war bedrückend. Ja, gestern war richtig. Gestern war richtig zu, ne? Was? Gestern war richtig zu. Ja, wir waren ja komplett hier im Nebel oder Wolken oder... Ja gut, aber ich sag mal, das Wetter gibt es natürlich hier in Spanien auch. Und ich meine, nicht so langanhaltend, wie man das jetzt aus Deutschland kennt. Also wochenlang Regen oder so, ich glaube, das gibt es hier nicht. Naja, gut. Oder? Nee, wochenlang Regen glaube ich nicht, aber wie gesagt, das ist jetzt so, ja, die sagen ja, das liegt noch von dem Hurricane, der in Amerika momentan war. Und das kommt jetzt hier rüber.
Also die Richtung stimmt schon, also die Wolken, die kommen vom Atlantik her. Ja. So, jetzt nehmen wir Schmidt. Das Wohnzimmer, das hat man nämlich noch vergessen. Oder ich habe das vergessen. Ja. Ah, machst du das Kassenbuch? Ja, muss ja sein. Ne? Ich habe mal gerade so ein bisschen hier zusammengerechnet, aber du meinst ja, wir brauchen gar nicht mehr wirklich viel. Nö, wir haben ja jetzt den Zettel gemacht. Wir haben normalerweise jetzt 11 Essen, 11 Abendessen haben wir jetzt zur Verfügung. Wie mehr war das doch gestern, ne? Ich meine 11. Also 12, gestern waren 12, aber gestern Abend haben wir ja gegessen, sind glaube ich nur 11. Wie gesagt, 11 oder 12. Mhm. Ja, und dann sind wir ja schon am 27. Ja. Ja. Musst du eigentlich mit auskommen. Du hast da irgendwie einen Faden hängen. Vielleicht noch ein bisschen Salat oder sowas holen. Naja, aber ich glaube, so einen großen Einkauf wie gestern brauchen wir definitiv nicht mehr. Nee. Oh, dann haben wir einen guten Schnitt. Wo sind wir jetzt ungefähr? 90, 4, 100. Nee, warte, ich kann dir das genau sagen. Moment. Dass man nicht immer mit dem Schätzen mag ich nicht. 90 plus. Ja, in der Zeit zeige ich euch mal eben das Wetter. Ja, so sieht es momentan aus. Aber Golf wird trotzdem gespielt. Ja, ungefähr ein Golfkart. Ja, ab Donnerstag soll es wieder besser werden. Ja, aber es war auch jetzt zwingend notwendig, dass man dass da mal was Wasser runtergekommen ist. Also die Spanier, die sind mit Sicherheit heilfroh darüber. Schau mal, das ist jetzt bis jetzt. Ah. Halt nochmal in die Kamera. Dann war bis jetzt an Einkäufen. Vom 1. Oktober. Ja. Aber wie gesagt, da ist ja für die Da ist jetzt, wie gesagt, der Kühlschrank ist voll. Ja. Ja, da kommen wir jetzt also. Im Schrank ist einiges drin. Also auf jeden Fall 11 Abendessen kommen wir aus. Ja, wie gesagt, zwischendurch nochmal so ein bisschen Salat, ein bisschen Obst. Getränke kommen wir auch mit hin. Also das ist schon. Also wenn das so bleibt, ja. Dann sind wir vielleicht bei 500 Euro. Maximal, bis wir abreisen. Ja. Alles schon. Ja. Ja, wohnungsmäßig, wie gesagt, E-Mails von euch ist da jetzt nicht so viel gekommen. Ja, das hatten wir auch befürchtet. Ich meine, man hat ja nicht immer irgendwo Beziehungen zu Leuten, die irgendwelche Wohnungen zu vermieten haben. Der Versuch war es ja wert. Ja, und jetzt müssen wir halt gucken, wenn wir dann zu Hause sind, dann geht es dann halt in die Vollen. Bis dahin wissen wir ja, welche Richtung es dann gehen soll, ne, wo wir uns dann auch festlegen. Ja. Ja. Schwierig. Sehr schwierig. Ja, aber wie gesagt, das ist unabdingbar. Also 1200 Euro, das ist einfach. Nee. Für das, was man dafür geboten kriegt, ist das. Nee, wenn wir jetzt eine
ich sag mal, eine Hammerwohnung hätten. Ja. Wo man sagen kann, die musst du erstmal anderswo finden, dann würde ich sagen, naja, okay, muss man in den sauren Apfel beißen, aber das ist ja nicht so. Wir haben, habe ich ja schon öfter gesagt, wir haben eine schöne Wohnung, aber ich sag mal, da ist kein Luxus oder irgendwas geboten, gar nicht. Gut, wir haben Fußbodenheizung, aber das ist ja heute schon nichts Außergewöhnliches. Ja, wie gesagt, wir haben halt, oder ich habe die Hoffnung, ich kann nur von meiner Seite aussprechen, dass wir als Rentner vielleicht ein bisschen einfacher haben wie jetzt jüngere Leute, die vielleicht noch ein Kleinkind haben oder so, ne? Oder beruflich gebunden sind, das sind wir ja alles nicht. Ne? Ich wollte sagen, wenn man... unser Beweggrund damals, da haben wir dann mehr Auswahl, dahin zu ziehen, wo wir wohnen. Erstens mal, ich sag mal, hatten wir so ein bisschen die Zeit im Nacken und wir hatten, ich glaube, 4 Besichtigungen in unserer Ecke und davon war die Wohnung definitiv die beste. Ja. Ich sag mal, das war einfach Wohnort. Arbeitsmäßig haben wir den Wohnort ausgewählt, weil wir beide da berufstätig waren und von dem her, ich sag mal, haben wir gesagt, okay, wenn wir eine günstigere Wohnung weiter außerhalb, dann hätten wir wesentlich mehr Spritkosten gehabt und so hat sich das irgendwo gerechnet. Aber ja, und dann fällt ja jetzt alles weg. Das fällt ja weg. Ja, und ich sag mal, zu Spanien, ja. Es wird auf jeden Fall ein Langzeitziel, also für einen Langzeiturlaub wird das auf jeden Fall bleiben. Und dann, wie gesagt, testen wir das mal ein Jahr aus, ob uns das liegt. Wie gesagt, das ist eine Ausfühlerei, ne? Das ist ja genau wie hier, das hat man sich ja, zu Hause hat man sich das ja auch so ein bisschen anders vorgestellt. Das ist immer die Vorstellung und die Realität, ne? Ja. Ja. Ja gut, aber machen wir uns nichts vor. Du, ich sag mal, gutes Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja. Du musst schon selber, ich sag jetzt mal, dein Leben gestalten. Von außen kommt keiner und sagt, ja, mach mal dies und jenes. Aber, keine Ahnung. Also ich denke, wie wir in dem ausführlichen Interview ja schon besprochen haben, was man, wenn man sich entschließt, ganz nach Spanien zu ziehen, nicht außer Acht lassen darf, ist die steuerliche Belastung. Auf jeden Fall. Die ist wesentlich und die Steuerbelastung ist höher, einiges höher als in Deutschland, weil die Steuersätze anders sind. Und ich sag mal, du wirst als Resident, wenn du die Residenz ja beantragst und wenn du mehr als 183 Tage im Jahr in Spanien dich aufhältst, musst du das. Ja. Alles andere ist eigentlich, illegal, ja, ist es. Und die Leute bewegen sich in der Grauzone und mittlerweile haben wir ja auch einiges hier mitbekommen, gehört. Gehört, ja. Das auch von Deutschen, die hier leben. Ist nicht wenig. Die meisten haben keine Aufenthaltsgenehmigung beantragt. Und ich sag mal, wehe dem, der auffällt. Ja. Und eben aus dem Grund, wie gesagt. Ich habe letztens noch einen Bericht gesehen, also in einer spanischen Zeitung, die aber auf Deutsch ist, also ein Lokalblatt in deutscher Sprache für die Residenten, wo darauf hingewiesen wird, dass da also einiges forciert wird, um das ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ja, ich sag mal, man darf eins nicht vergessen, die haben ganz schön viele Möglichkeiten, die man so nicht unbedingt weiß, beziehungsweise nicht drüber nachdenkt. Und es sind auch schon einige, ich sag mal, aufgeflogen. Und das wird teuer. Ja.
Und dann ist immer wieder das Thema, die Beweislast, die liegt nicht bei den Spaniern oder beim spanischen Finanzamt, sondern bei denjenigen, die es angeht. Du musst beweisen, dass du dich nicht hier aufgehalten hast, solange. Und nicht andersrum. Ja, ja. Und das ist der Knackpunkt. Und wie gesagt, die Deutschen, der deutsche Steuerfreibetrag, der fällt weg, den man in Deutschland ansetzen kann, als Einzelner oder auch als Ehepaar, ist verdoppelt er sich ja und der fällt komplett weg. Natürlich, die 5% werden in Deutschland versteuert. Bei Beamten ist das wieder eine andere Geschichte, aber bei normalen Rentnern. Und die 5% werden hier angerechnet, aber der Steuerfreibetrag hier in Spanien ist weitaus geringer. Ja, ja. Und somit, ich sag mal, natürlich richtet sich die Steuerlast immer nach dem jeweiligen Einkommen, das ist schon klar. Aber ich sag mal, das kann mal schnell in, ja, ich sag mal, in mehreren tausenden Bereichen sein. Ja. Ich sag mal, 5.000, 6.000, 7.000 ist keine Seltenheit. Nö. Und das muss man sich gut überlegen. Ne? Ja gut. So viel dazu. So viel dazu. Wir machen jetzt mal wieder ein Päuschen. Falls wir noch dahin fahren sollten, werden wir das natürlich auch noch bringen. Ansonsten... Aber da waren wir ja schon mit der Kamera bei China. Ja, ja, oh. Ja. Ich glaube, weiß ich auch nicht, ob das jetzt unbedingt interessant ist. Da kann man jetzt nochmal abschließend, glaube ich, sagen, China-Läden gibt es hier en masse. En masse, ja. En masse. Auch in den Städten selber. Auf kleinsten Raum bewegen die sich da manchmal, ne, weil die da alles reinpacken in die kleinen Geschäfte. Ich weiß jetzt nicht, ob das lediglich hier in Andalusien so ist. Da kann ich keine Aussage treffen. Nö. Können wir demnächst, aber jetzt halt nicht. Aber hier, ich sag mal, jede Menge. Und auch unten in Sabinillas, also selbst chinesische Textilgeschäfte, ja, mehrere. Ja, ja, ja. Also, boah, wie gesagt, ob die nun immer billig sind, lassen wir mal dahingestellt. Also von der Kleidung ja, von den Haushaltsartikeln ja und nein. Aber wie gesagt, in Estepona haben wir auch festgestellt, also ist für jeden, also so viele Boutiquen, abwechslungsreiche Bekleidung, also das ist schon. Da findet jeder was. Jeder kann da was finden. Ja, und verhältnismäßig, ich meine, ich war jetzt natürlich nicht in Mabea in einer Nobel-Boutique bei Gucci oder sonstiges, aber in die normalen Textilien, da bin ich echt erstaunt, wie günstig die sind und teilweise echt gute Qualität, also jetzt nicht zu vergleichen mit Kick oder ja. Also erstaunlich, wirklich. Ja gut, ich habe mir jetzt persönlich gar nichts gekauft, weil ich einfach in der Auffassung bin, brauche ich ihn nicht. Wir haben ja eigentlich auch so viel eingepackt. Wir haben ja jetzt, sag ich mal, beide Klima- oder kleine, beide Witterungsverhältnisse, die wir jetzt hier antreffen in der Zeit, wo wir hier sind, haben wir jetzt genügend dabei. Ja. Ja. Und ich sag mal, jetzt zu der siebten Hose noch eine achte und noch einen 10., 12. Pullover. Quatsch. Also, nee. Das ist ja auch so ein Ding, was auf jeden Fall jetzt, wenn wir nach Hause kommen, angegangen wird, Hausstand verkleinern. Ja. Haben wir ja eigentlich auch schon ein paar Mal gemacht. Wie gesagt, der Keller ist schon weitaus gelüftet. Die Schränke sind auch schon durchforstet worden, was wegkommt, was nicht, was man noch verkaufen kann. Weil desto weniger man dann eventuell mit rüber nimmt und die Wohnung wird ja dann auch wahrscheinlich wieder ein Schnitt kleiner sein, wie die wir jetzt haben. Nicht wahrscheinlich, ja. Hundertprozentig. Ja. Und wir wollen auch nicht mehr so viel da an Möbel reinstellen, weil das ist, wir merken das hier, das ist ruckzuck ist das gesaugt und sauber gemacht und alles. Ne?
Desto mehr du rumstehen hast, desto mehr musst du tun, um sauber halten. Ich sag mal, die Putzerei und Aufräumerei ist hier wirklich ein Klacks, obwohl die Wohnung, weiß Gott, nicht klein ist. Also wie gesagt, die ist jetzt, die Balkonfläche wird ja voll angerechnet, weil das ist ja hier mehr so eine Art Wintergarten durch die Verglasung. Aber ich sag mal, die reine Wohnung sind 90 Quadrat. Ja. Ja. Also von den Räumen, ja. Ne? 94 und der Balkon hat 30 Quadratmeter. Richtig? Ja, was ich sage? Ja, ne? Und wir werden ja mit Sicherheit auf 60, 62, 65 vielleicht reduzieren. Ja, sonst kommen wir mit der Miete nicht hin. Sonst kommst du mit der Miete wieder höher. Ja. Weil alles das, was sparen können, können wir für Reisen ausgeben. Jo. Ja. Da warten wir erstmal wieder von uns, ihr Lieben. Du wirkst wieder so ein bisschen. Die Leute denken wieder, du bist total deprimiert. Nee, ich bin auch ein bisschen über mich selber genervt, wenn mir nichts einfällt, was man mal so machen kann noch. Ne? Wie gesagt, spazieren gehen kannst du hier nicht viel. Ne? Da bist du schnell ausspaziert. Mhm. Ne? Und wieder runter nach Sevigny, lassen Eis essen. Und sonst hast du hier nicht so viele Orte, also wo du, sag ich mal, auch mal abwechseln kannst. Das ist hier so ein bisschen schwierig, aber da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Richtig. Ne? Ja. Und das ist ja auch so die Selbstfindungsdinges. Wir müssen nicht immer die Action haben, aber so wir merken schon, dass das ein bisschen zu ruhig ist hier. Ja, wir sind eigentlich... Oder zu weitläufig, sagen wir so. Ich sag mal, wir sind total gerne... Ja, ich sag mal, wo auch ein bisschen Getummel ist, ich sag mal, zu ruhig ist nicht unser Ding. Nee. Ja gut, dann würde ich mal sagen... Aber vielleicht sind das auch noch so ein bisschen die Nachwehen jetzt vom Arbeitsleben. Nö. Weiß nicht, aber so machen wir eigentlich schon immer. Nö. Ja, ihr Lieben, dann bis später mal. An dieser Stelle. Tschüss. Tschüss.